Ja, willkommen zum nächsten Kapitel der Kryosphäre, wo es zum einen einmal um die Definition geht. Wir bezeichnen jetzt als Kryosphäre jenen Bereich der Erde, welcher als kalt bezeichnet ist, wo das Wasser in fester Form als Schnee oder als Eis besteht. Und wie vorhin erwähnt, in der Einleitung ist ca. 14% der Erde als kalt zu bezeichnen und ungefähr 90% der Ozeane als kalt. Wenn man sich das Gesamte jetzt auf der Erde ansieht, wenn man diese Bestandteile etwas aufdröselt, dann sieht man hier, die Kryosphäre hat ungefähr 140 Millionen Quadratkilometer, wobei das natürlich im Abnehmen begriffen ist, durch diese rasante Eisschmelze in den Polgebieten, auch in den Gletschergebieten. Wobei jetzt circa ein Drittel die Schneeflächen ausmachen, das Meereis ungefähr mit 28%, weil es sich natürlich ausdehnt über den Polarwinter und wieder reduziert über den Polarsommer. Permafrost ebenfalls mit abnehmender Tendenz ungefähr mit 18%. Und diese Eissheets in der Antarktis haben den großen Anteil von circa 19%. Und das Eissheet in Grönland wird diese 1,2% vermutlich gar nicht mehr haben. Wenn man sich jetzt diesen ganz kleinen Teil anschaut, von den Gletschern mit ungefähr 0,5%, beziehungsweise das Eis, welches auf unseren Seen und Flüssen vorhanden ist, mit ca. 0,6%, dann denkt man sich, das ist eigentlich ein sehr, sehr kleiner Teil für die Limnologie. Jedoch kann man Limnologie über diese ganzen Bereiche ausdehnen, weil es überall um Wasser geht und überall findet man irgendwo etwas flüssiges Wasser. Um die Eisökosysteme etwas vorzustellen, da gibt es ganz verschiedene Nischen. Also hier in Blau dargestellt die Eisökosysteme, welche aus Süßwasser entstanden sind, dann das Meereis in Grün, beziehungsweise die terrestrischen Eissysteme als Permafrost hier in Rot dargestellt. Zum Grünen als Ergänzung, diese Abkürzung, die Sie hier sehen, SIMKOS, ist eine Bezeichnung aus den 80er Jahren, wo zum ersten Mal Lebensgemeinschaften im Meereis festgestellt worden sind und auch beschrieben worden sind. Und diese Abkürzung steht für Sea Ice Microbial Communities. Man findet dieselben natürlich auch im Süßwassereis. Und diese Abkürzung mit den LIMKOS ist im Prinzip in Anlehnung von diesen SIMKOS. Das sind dann die Lake Ice Microbial Communities. Und wie der Name schon sagt, hauptsächlich mikrobiell zusammengesetzt. Dann finden wir kleinere Ökosysteme natürlich in den Gletschern, wobei wir auch hier wieder kleinere Kompartimente unterteilen können. Die sogenannten Kryokonitlöcher. Da komme ich in einem späteren Kapitel dazu, wie diese Löcher belebt sind, aber im Prinzip versteht man unter Kryokonitlöchern so eine Art zylinderförmige Schmelzwasserdepressionen im Eis, welche entstehen, wenn Sand oder auch organisches Material, welches normalerweise dunkle Färbung hat, auf dem Eis landet und durch die Absorption der Sonnenenergie sich langsam in das Eis reinschmilzt und dadurch einen kleinen Schmelzwassertümpel hinterlässt, welcher mit der Zeit besiedelt werden kann. Wir finden am Gletscher natürlich auch Firneis, nicht nur das Gletschereis bzw. die Schneebedeckung obendrauf, das Gletscherbett, welches in den letzten Jahren sehr gut beschrieben worden ist. Das heißt, wenn der Gletscher über das Bett rutscht bzw. sich bewegt, findet man sogar Mikroorganismen im Gletscherbett, welches zum Teil anaerob charakterisiert ist. Von den Gletschern bilden sich natürlich jede Menge Gletscherbäche, Gletscherflüsse. Und ein sehr dynamisches System sind auch diese subglazialen Seen, welche unter einem Gletscher sich bilden können, beziehungsweise proglaziale Seen, welche dann einem Gletscher vorgelagert sind. Und speziell jetzt bei uns in den Alpen findet man sehr viele von diesen proglazialen Seen, welche sehr jung sind, welche eben durch diese
Gletscherschmelze langsam entstehen. Wenn man sich die Historie anschaut, ist es irgendwie ganz spannend, wie da der Fokus auf dieser Forschung gelegen hat. Wenn Sie sich hier diese Bilder ansehen, das ist von dieser alten Polarexpedition von Scott, der den Südpol erobern wollte, und von den Mäzenen, die diese Expeditionen gesponsert haben, war natürlich immer der Auftrag, auch Forschung zu machen, nicht nur das Territorium zu besetzen oder die Flagge zu stecken, sondern auch Proben mitzubringen. Und hier sehen Sie ein Mitglied dieser Scott-Expedition in einem selbst aufgebauten Labor in der Hütte von Scott in der Antarktis. Man kann diese Hütte sogar heute noch besichtigen mit manchen Relikten davon. Aber der allererste, der jetzt bekannt war, der sich beschäftigt hat oder berichtet hat von Leben in diesen kalten Gefilden, war sogar Aristoteles, der von Schneealgen berichtet hat. Schneealgen sind sehr gut sichtbare Organismen auf Schneeoberflächen. Dann natürlich diese territorialen Aspekte von diesen sehr heroisch gefärbten Expeditionen vor ca. 100 Jahren, wo eben Länder entdeckt worden sind, neu kartiert worden sind, wo auch hier Berichte entstanden sind über Leben im Eis, im Schnee. Dann hat sich der Fokus mehr gelegt, wie kann man Nahrungsmittel konservieren durch Eis, indem man die Erkenntnis gewonnen hat, im Eis kann eigentlich nicht so viel leben. Wenn man Nahrungsmittel runterkühlt, dann wird das Verderben gestoppt. Dann mit dieser wachsenden Erkenntnis, dass sich unser Klima verändert, war das ein wahrer Boom in der Ökologie, wie man sich mit Eis beschäftigen kann, wie Organismen auch als Proxy verwendet werden können für eine Klimaänderung. Wie sensibel sind diese Gemeinschaften? Wie können sie darauf reagieren? Wie kann man diese Antworten interpretieren? Und parallel dazu findet man natürlich auch Anwendungen von Organismen, die dort speziell überleben können, weil es eben, wie gesagt, sehr spezielle Voraussetzungen braucht, um im Eis sich reproduzieren, metabolisieren zu können. Und diese Bestandteile einer Zelle sind extrem spannend für die Biotechnologie. Gerade wenn man sich vorstellt, wenn wir uns die Nase abfrieren, ist das ziemlich sicher ein irreversibler Prozess. Das Gewebe wird schwarz und ist praktisch verloren. Wenn jedoch ein Organismus, der speziell angepasst ist für dieses Leben, für ein Leben um die 0 Grad, dann besitzt dieser Organismus ziemlich sicher Gefrierschutzproteine, die sehr gut in der Medizin anwendbar sind, beziehungsweise auch in der Lebensmitteltechnologie. Und das ist auch dieses große biotechnologische Potenzial von diesen Organismen in diesen Eiskörpern.